Supersort Metall. Der nächste Schritt im Resource Mining. Von den Experten der Supersort-Technologie. Können wir aus Abfall- und Produktionsrückständen reine Metalle und sogar Edelmetalle zurückgewinnen und damit den Stoffkreislauf schließen? Genau das macht die Firma DHZ in der Schweiz mit ihrer Supersort-Technologie. Wir sind ausgerichtet, um Metallgemische hier aufbereiten zu können. Es geht darum, einerseits Nicht-Eisenmetalle aus MVA-Schlacken aufzubereiten. Andererseits geht es auch um Produktionsrückstände aus der Industrie und aus dem Metallhandel hier weiterverarbeiten und in reine Produkte überführen zu können. In Oberglatz steht eine neue Anlage, die aus Metallgemischen, Schredderrückständen und anderen metallhaltigen Abfallfraktionen wertvolle Metalle zurückgewinnt. Angenommen werden unter anderem Nichteisenmetalle aus Schlacken- und Aufbereitungsanlagen sowie Schredderrückstände aus der Auto- und Elektronikschrottverwertung. Das Inputmaterial gelangt per Förderband von der Materialannahme in die Aufbereitungsanlage. Bei der Veredelung wird das Inputmaterial durch einen Freisetzungsvorgang vereinzelt. Dabei werden die einzelnen Partikel freigesetzt und sortierbar gemacht. Bei der Freisetzung geht es darum, Verbünde, die es zum Teil aus thermischen Prozessen gibt, wo zum Beispiel Aluminium mit Mineralik verschmolzen ist oder mit anderen Metallen, diese zu lösen, die Sollbruchstelle ausfindig zu machen und die Metalle aufzuschließen, damit man möglichst wenig Verlust hat und gleichzeitig die Metalle in den darauffolgenden Prozessen rein herstellen kann und sortieren kann. Der nächste Schritt ist die Abscheidung von Leichtstoffen und Eisenmetallen. Mittels Sieben erfolgt in der Fraktionierung die Aufteilung in grobe und feine Körnungen. Bei der Klassierung geht es darum, dass man die Materialströme in gleiche Korngrößen aufteilt, um damit eigentlich sicherstellen zu können, dass die Sortierung auch richtig funktioniert. Zuletzt werden Aluminium und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Messing per Dichtetrennung separiert und klassiert. Das Ziel dieser Prozesskette hier ist es, Produkte herstellen zu können, die man im Endverarbeiter übergeben kann. Einerseits Aluminium wieder in die Schmelze überführen, andererseits geht es darum, Schwermetallgemische an die bestmögliche Partei übergeben zu können, die daraus wieder die Wertstoffe in den Kreislauf rückführen kann. Das Resultat lässt sich sehen. Reines Aluminium und reine Schwermetallgemische, welche abhängig vom Inputmaterial hauptsächlich Kupfer enthalten. Der trockenmechanische Aufbereitungsprozess wird durch eine über 300.000 Kubikmeter pro Stunde leistende Entstaubungsanlage nahezu staubfrei gehalten. Mittels hochmoderner Analytik und Qualitätssicherung wird der Prozess überwacht, das Material eingestuft und von unseren Fachleuten laufend optimiert. Die Rückgewinnung der Metalle erfolgt aus den bereits vorhandenen Abfallströmen der Schlackenbranche, der Industrie, des Gewerbes und der Baubranche. Resource Mining mit Supersortmetall. Schonung der Primärressourcen, innovativ, multifunktional, leistungsstark. Win hoch 3. Für die Umwelt, für die Gesellschaft und für eine saubere Zukunft.